So, jetzt gehen wir mal wieder eine Heilpflanze, nee Quatsch, eine Essenspflanze angucken oder vielleicht auch beides, nämlich den Giersch. Und die Tine ist hier wieder bei mir und Hallo. Wir beide gehen zusammen jetzt mal den Giersch untersuchen. Du hattest irgendwie gesagt, der wächst irgendwo hier in der Nähe. Ich erinnere mich, dass früher unter diesen riesigen, Platanen hier, weiß ich noch, dass hier unten dazwischen diesem ganzen Efeu, da wuchs früher total viel Giersch. Genau, ich kann ihn dir auch zeigen. Aber jetzt gar nicht mehr so viel, oder? Nee, nicht mehr so viel. Hier um die Ecke einmal rumgehen. Ich habe ihn heute Morgen noch gesehen. Vielleicht hier unten drin. Hier, ein kleines bisschen. Hier ist ein Blatt schon vom Giersch. Ah, das schon entdeckt. Woran erkennt man den Giersch? Oh, also, den Giersch. Der hat so abgefahrene Blätter, ne? Die genau. Die so aussehen, wie wenn sie zwei wären, aber in Wirklichkeit eins sind. Genau, das ist alles. Eigentlich ist das alles ein Blatt. Und die Pflanze hat das aber unterteilt in drei Teilblätter. Und hier unten, die sehen oft aus, was du so abgefahren findest, wie ein kleiner Fäustling. Das ist eine gute Eselsbrücke. Also hier der Daumen, hier der Rest von der Hand. Ah, okay. Genau. Und oben das Blatt ist auch oft nochmal dreigeteilt. Hier sieht man das nur so im Ansatz. Also es sieht nicht jedes Blatt gleich aus. Das muss man eh wissen in der Natur, wenn man unterwegs ist. Okay, aber der Giersch, den kennt man ja eher so als Unkraut. Genau. Da haben viele Leute den zumindest immer behandelt. Es gibt aber noch eine Stelle, wo der noch mehr ist, oder? Hier, wenn wir mal in den französischen Garten gehen. Da gehen wir mal rein. Da sieht das richtig schön aus, wie etwas, was man ernten möchte. Da sieht der knackig und frisch aus. Ja. Wo wächst der Giersch so üblicherweise? Also der Giersch wächst gerne unter Hecken. Der hat gerne einen bisschen kalkhaltigen Boden. Im Wald findet man den auch, im Buchenwald besonders, mit Bärlauch zusammen. Und überall da, wo es auch nährstoffreich ist. Und am liebsten wächst er aber so am Wegrand oder unter Hecken eben, wo es auch ein bisschen schattig ist. Also keine Sonnenanbeterpflanze. Okay, also der Giersch mag den Schatten. Ja, genau. Gut. So, wo finden wir den jetzt hier? Was ja, wir sind... Das Megafeld entdeckt. Genau, wir sind gleich schon da. Wenn wir jetzt hier mal links gucken. Hier am Buchs entlang. Genau, hier zum wächst Buchs, er überall. Ich würde gleich sagen, hier das hier, das muss ich dir jetzt zeigen. Ja, bitte erzähl das mal. Das hier, nee, das weißt du wahrscheinlich, aber das ist ja ein Buchs. Ja. Buchs ist jetzt nichts Besonderes, aber das hier ist sehr wohl was Besonderes. Nämlich, das ist ja ein Buchs, der ist 250 Jahre alt. Wow. Aus dem, das ist ja ein historischer Barockgarten hier. Ja. Und wenn man mal sehen will, wie Buchs, was man ja nur von zu Hause so aus dem kleinen Pflänzchen kennt, aussieht, wenn der mal fett ist, dann sieht der so aus, ja. Das sind so Buchsstämme und so. Und hier, bei diesem Buchs hier, da haben wir mal das Projekt Elefant probiert. So, aber das, da muss man ein bisschen für weggehen, damit man erkennt, dass das das Projekt Elefant ist. Warte. So, von hier, vielleicht kann man so, nee, muss man noch weiter weggehen. Wir müssen hier rein. Hier, wenn man sieht, könnte man sich schon so ein bisschen vorstellen, so ein bisschen, ja, bisschen Elefant. Ein bisschen Elefant, das bisschen stimmt. Elefant. Wie der Elefant von der Sendung mit der Maus. Genau. Ja, so kompakt. Okay. Ist er. So, also jetzt gehen wir den Giersch an. Genau, der unterm Buchs wächst. Der unterm Buchs wächst und der wächst, warte, ich finde ihn. Ja. Hier, ja, guck mal, da unten drunter, da genau. Wächst der überall. Da das ist er auch noch relativ klein. Spotten. Ja. Hier wurde mit Sicherheit vor kurzem mal gemäht. Wenn er jetzt noch nicht gemäht worden wäre, wäre er auch schon größer und würde vielleicht sogar schon blühen. Okay. Genau, hier findest du eigentlich auch so die Form. Das hier ist auch ein Giersch, ganz, ganz jung. So findet man den dann eigentlich im März. Aber der treibt immer wieder neu aus. Das findet man das ganze Jahr über, wenn man fleißig mäht, was wir ja so tun als Gärtner auch gerne. Ja. Und der Giersch, der ist kampffreudig, kann man sagen. Also der lässt sich nicht wegmähen. Der lässt sich aber wunderbar essen. Und besonders diese jungen, zarten Blätter sind eine ganz feine Salatbasis tatsächlich. Der ist auch mild im Geschmack, nicht so wie der Spitzwegerich eben. Kannst du so wegessen. Schmeckt ein bisschen nach Petersilie, nach Möhre, ganz feines Aroma. Und mit Stängel. Okay, ganz hast wichtig. Du auch so einen Jungen für mich? Ja. Okay, warte, dann probiere ich den jetzt mal. Ups, so. Moment. Oh. Mit Stängel. Das Stängel ist super aromatisch. Oh, das ist aber interessant. Der schmeckt tatsächlich. Genau, so Sellerie und so schmeckt man raus. Da ist der auch verbrannt. Der kommt zuerst, kommt Möhre, dann kommt Sellerie mhm. und ein bisschen Fenchel im Abgang. Ja, genau, das Scharfe, ne? Ja. Genau.
ganz interessant. Also das ist ja auch eine Pflanzenfamilie, von denen wir eh ganz viel essen. Du hast ja gerade schon aufgezählt. Möhre, Sellerie, Fenchel, da gehört aber auch Kümmel dazu, der Gewürzfenchel auch, Petersilie, stimmt, Koriander. Das ist ja eine Pflanzengruppe, die wir sowieso ganz viel im Alltag haben. Der Giersch gehört dazu und man hat 3 Aromen in einer Pflanze. Das ist doch super. Ja, und vor allem nacheinander. Es ist sozusagen so eine Art, genau, sequenzielle, ja, Schmeckpflanze. Ja, sehr schön ausgedrückt, das muss ich mir merken. Genau, man kann den eben nicht nur roh essen, man kann den auch wie einen Spinat verwenden. Das heißt, man erntet ganz viel und... Genau, man erntet ganz viel und kocht den, dünstet den. Man macht kann dann eine Giersch-Lasagne. Genau, eine Giersch-Lasagne ist super lecker. Giersch auch mit Buchweizen im Ofen mit Käse überbacken, total lecker. Wenn man richtig viel hat, kann man auch Giersch-Pesto machen und sich das konservieren natürlich. Okay. Man kann den auch trocknen und einen Tee daraus kochen. Es ist natürlich wie alle Pflanzen auch immer ein Heilkraut. Das ist jetzt alles Giersch hier? Nee, das ist alles, nicht alles Giersch. Alles nicht? Das hier zum Beispiel ist also nicht Giersch. Das hier natürlich nicht. Welche meinst du denn jetzt? Nee, die hier. Das ist auch Giersch. Aber der hat gar nicht diese Fäustlinge. Genau, das hat der nicht immer. Also der hat immer auf jeden Fall diese Teilung erster Ordnung, was du hier siehst, ne? So 3 Blattstängelchen. Das, okay, hat der immer. Hier hat er ja schon wieder diesen Ansatz von den Fäustlingen. Ja, ja, aber hier ist das obere Blatt gar nicht aufgeteilt in 3. Und wenn du mal hier schaust, hier ist es nochmal aufgeteilt. Okay. Genau, und was der aber auf jeden Fall hat, ist ein dreieckigen Stängel. Das kannst du nicht sehen, das kannst du nur fühlen. Nee, das kann man auch sehen. Wetten. Ja, wenn du es abmachst. Genau. Okay, wir gucken mal einen großen an, hier drüben. Dann werden wir mal sehen, ob man das auch sehen kann. Deiner Kamera geht das wahrscheinlich sogar. Ja, voll cool. Genau, dreikantig, ja, und so eine Furche in der Mitte, da läuft dann schön das Wasser runter zu den Wurzeln. Ah, sammelt der das Wasser sozusagen, genau, über hier, den... Ja, genau, ich über die Blätter läuft es ja ab, es sind ja richtige Rinnen, das sind ja schlau, die Pflanzen. Ich finde das so abgefahren, ja, wie schlau die Natur sich immer organisiert. Unglaublich schlau, auf jeden Fall. Und der, okay, Giersch, der eine, ist nicht... Das ist eine Pflanze mit eingebauter Regenrinne. Ja, das haben ganz viele Pflanzen, besonders die Doldenblütler haben das natürlich. Okay. Und der ist nicht beliebt, weil der sich vegetativ vermehrt, das heißt über Wurzeln, unterirdisch. Und die holen Gärtner auch zuhauf aus dem Boden raus. Aber selbst die kann man essen. Die schmecken halt wie eine ganz dünne, knackige Möhre. Warum nerven die denn den Gärtner? Ja, das frage ich mich auch immer. Aber ein Garten ist ja so angelegt, dass... Stopp. Oh. Wir sind verreckt. Aber es läuft noch weiter. Mhm. Aber hier ist unsere Kamera. Kamerastation verrenkt. Warte, ich kriege das wieder repariert. So, da bist du wieder im Bild. Genau, also ein Garten ist ja so angelegt, dass ich als Gärtner entscheide, was da wächst. Das klappt mit dem Giersch nicht so gut, wenn man den im Garten hat. Hier kommt er jetzt wenig vor. Es gibt aber auch Stellen, da nimmt er richtig viel Quadratmeter ein. Und den kann man nur eindämmen, indem man ständig mäht oder ihn mal jahrelang abdeckt. Das möchte man ja auch nicht im Garten haben. Also man muss sich entweder mit ihm arrangieren oder man kämpft halt ständig dagegen. Ja, und wenn ich jetzt hier meine Zierpflanzen hinsetzen will, vielleicht geht das auch nicht, weil der Giersch stärker ist. Das ist eine Wildpflanze, die hat Power. Ja? Okay. Und deswegen ist der natürlich nicht so beliebt. Okay, aber man könnte einfach sagen, wenn man ihn dann als Lasagne regelmäßig aberntet, ja, ist es auch ganz gut. Auf jeden Fall, ist eine super gesunde Pflanze, die bereichert unseren Speiseplan. Vielleicht lernt man dann auch, dass man nicht immer kämpfen muss, sondern sich friedlich einigt. Das ist doch was Schönes, was man im Leben mitnehmen kann. Sich friedlich zu einigen. Ja, genau. Gut, das machen wir und schauen bald wieder eine weitere Pflanze an mit der Tine.